Das hier, das ist die East Side. Die gehört euch. Das hier, die West Side, das ist unser Gebiet. Das ist Revier der Sharks. Jede Grenzüberschreitung bedeutet Krieg. Packen wir einen von euch in unserem Revier, muss er abjagen. Kein Red gibt freiwillig seine Kutte ab. Von freiwillig ist auch nicht die Rede. Das gleiche gilt natürlich, wenn einen von uns schnappt. Klar. Ort und Zeit bestimmen nur die Grizzlies. Alle Waffen außer Knarren. Warum nicht? Wegen Bullen. Also, haltet euch an die Grenzen. Genauso wie hier. Die City ist tabu? Die Innenstadt ist neutrale Zone. Hier kann sich jeder frei bewegen. Kommt zwischen Reds und Sharks zum Kampf, berührt es nicht die Gang. Irgendwelche Einwände? Alles klar. Sie halten sich dran? Nie im Leben. Was? Glaubst du das, Mann? Wie tut denn das Ganze? Mal, wir sind eine Gang und kein verwichster Haufen, ist das klar? Was sind wir? Wetten nicht? Wetten doch. Wann brennt uns noch einer? Was essen wir hier woanders hin? Wie kommst du das? Passt zu euch! Ey, Rick, ich hab mal was soll das? Ich bin hier mit dem Kühl. Pizza! Euer Rick! Könnt ihr was daneben? Hier, du Pommesficker! Ey! Scheiß Idee, der Waffenstillstand. War wenigstens was los.
Hält sowieso nicht lange. Hoffentlich, Mann. Ist ein scheiß Tag ohne Randale. Und jetzt? Weiß ich. Keine Ahnung. Du? Richie? Komm, lass uns irgendwo hinfahren. Ein Saufen oder so. Ach, wo denn? Das kennt doch jeder. Kommst du dann so rein? Das ist alles scheiße. Ah, was eine Kacke, Mann. Jürgen! 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 Na, wen haben wir denn da? Ein Kanackenschwein. Was ist das denn was voll, was? Schau mal dir, Alter. Scheiße, was? Ohne die doch. Jetzt wärst du auch geschnitten, sehr schwer. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Ja? Ich komm, wir spielen. Was denkst du denn? Ja, los! Rüber, los! Jetzt, wo das Haus steht. Ich kann gar nicht mehr. Hier ist Endstation. Deine Freunde können jetzt auch nicht mehr helfen. Oder riecht ihr schon was, hä? Komm, los! Rammer! Ja, mach schon! Ja, los, kein Knoblauch aus, wir wollen euch hier nicht haben! Los, Bär, schnapp ihn dir! Stich ihn ab! Ey, du Kanackenschwein, wir wollen euch nicht, verstehst du mich? Ob du mich verstehst, hä? Komm, los! Schieß mich! Ah. Thank you.
Los, Taler! Wenn die mich erwischt hätten, die hätten Hackfleisch aus mir gemacht, die feigen Säcke. Aufschlitzen wollten die mich, nur weil ich Türke bin. Aber dem einen Fettsack habe ich in die Eier getreten, dass er jetzt ein Mädchenchor mitsingen kann. Was rein. Aber wenn wir die erwischen, dann können die Frühstück aus der Schnabeltasse trinken. Echt, ey. Vielleicht sehen wir uns. Vielleicht. Bis dann.
hier. Ey, komm mal ab hier, hast du gar nichts zu suchen. Komm mal ab. Ey, Lücke! Komm auch ab hier, mach mal ab. Ey, Lücke, wie siehst du denn aus? Der Affengal, warum bin ich denn aufgewischt? Ey, komm mal so mit. Komm mal. Aus der Nähe, sag mal. Ey, geil aus, ey. Ich bin mich tot, Mann, ey. Da. Komm mal mit. Hey, Mücken, siehst du dich noch? War das Red? Nee. Scheiße, ich hab gedacht, geht jetzt nicht los. Ey, Hammer, kannst du nicht abwarten, oder was? Aber wenn ich abwarten könnte, wäre ich der Wichser und nicht du, mein Lord. Ey, Mücki, musst du denn nicht? Musst du gucken, da bei deinem Brot ist Brüder schön. Hey, Wampel! Nein, ich bin scheiße, verpiss dich! Willst du Richie? Hey, Richie! Ich hab was für dich. Lass ihn mal weg. Hey. Hey. Mücke. Ritzi. Der Alte, was? Ich könnte ihn. Und Mutti. Es hat sich nicht viel verändert seitdem. Scheiß Vater, scheiß Mutter, der ganze verschissene Haufen. Uns wollen sie zeigen, wo es lang geht. Sind doch schon selber lange am Arsch. Guckst du dir doch an, die Arschlöcke. Alles schön grau in grau, bisschen braun dazwischen. Oh, ich muss kotzen, wenn ich dran denke. Ich hasse alle, so wie sie uns hassen. Das hier ist alles, was zählt. Wieso lassen wir uns nicht in Ruhe? Ich bleib hier. Ich gehe nicht zurück. Im Ernst. Ich bleibe hier. Du bist bekloppt. Wieso? Vergiss es, Mann. Hier bleiben ist nicht. Wieso? Wieso, wieso? Scheißegal, wieso. Du bleibst nicht hier. Du bist der Presse. Ja, und? Und mein Bruder. Eben. Richie, lass mich doch in die Gang. Jetzt los, Mann. Kapier das doch endlich. Geh nach Hause. Wenn der Alte wieder mal besoffen ist, scheiß drauf. Du machst das schon. Du kommst da raus irgendwann. Du schaffst es, ich weiß es. Du warst ja immer der Bessere von uns beiden. Und dann können sich alle mal schön am Arsch lecken. Du zeigst es den Weg an, Mücke, okay? Und da hier ist nichts! Überhaupt nichts! Um eins, was hier ist, das ist kein Spiel mehr! Hier ist Endstation! Ich bin alt genug! Ich bin genauso gut wie die anderen! Ich beweise es dir! Richie, gib mir noch eine Chance! Ich will doch nur dabei sein. Mensch, Mücke. Jetzt hör mal zu. Kleiner. Ich will doch nur nicht, dass du. Ach, Scheiße. Du passt nicht hierher! Das ist doch kein Leben für dich! Ich will, dass das immer was Anständiges wird. Du sollst mal ein Haus haben. Großes Auto, tofte Alte. Bist verrückt. Ich will so werden wie du. Ich verpiss dich. Los, raus hier. Geh nach Hause. Los. Oh.
geflogen. Los, leg deine Beine und fliegst hier runter. Schießen als Gewerb und Abflug. Auf ein Paar. Das ist der Kindergarten. Los, geh zu deiner Mami und hol dich da aus. Will ich hier nie mehr sehen. Schlag den Schädel ein.
Das machst du erst erträglich. Kann ich irgendwas helfen, Chef? Was? Ob ich irgendwas machen kann? Ja! Beeil dich! Sag mal, warum sucht sich jemand wie du keine richtige Arbeit? Ich war halt die Familientradition. Hä? Geschenkt. Also ich meine, gute Automechaniker werden doch überall gesucht. Ja, wo denn? Tja. Danke für den Tipp. Arschgesicht. Weißt du was Besseres? Ja klar, hier. Ah, hey, 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 Pickelface. Meister. Was ist? Wohin denn? Wie immer. Weiß ich nicht. Okay. Bisschen die andere, oder mach ich schon selber. Chef, ich bin fertig. Ich hau ab. Okay, dann bis morgen. Hey, Kleiner, was machst du denn hier? Hm.
Manni? Manni, alles klar? Ja, wie soll schon gehen? Alles klar? Ja, Leute, eine Zeitung steht hier, wa? Ja, kannst du sowieso nicht. Kannst du nochmal 20 Mark leihen? Nein. Das ist ein alter Mann veräppelt. Boah, kriegst du wieder, echt, wa? Wovon denn? Im nächsten Ersten, wenn die Stütze kommen. Verstehst du, nur mit dem bloßen Puls. Also hör mal, musst du mal was sagen, ne? Boah, ich stell dich ja nicht so an, wa? Also, das ist jetzt das letzte Mal, das sag ich dir, du. Hier. Am Wochenende, da gehst du mir zur Hand. Da musst du alles abarbeiten. Mhm. Mach ich doch, klar. Danke, wa? Ich drücke Luft dir noch, wa? Ja, jo. Ja, jo. Ja, unser kleiner Besorgungsversorger, wa? Hast du noch nicht mal einen Klöpp wieder? Hör auf! Scheiße. Und wir sagen, mein Teil. Okay, Jungs, das abhauen, wa? Ich werde ihn. Das ist ein Hallo. Kleines, warmes Würstchen gefällig? Hey! Auch was? Nee, rüber, komm rüber, Baby! Hey, grüß dich, ich liebe dich! Oh, oh Kleines! Komm! Hey, nicht so schüchtern! Hey, komm zurück! Hey, warte, ich mach mal nebenbei. Liebe! Ey, guck mal auf, Mann-Treppe! Boah! Wie geht's denn? Halt dich doch mal auf! Ganz schön, Rechtsschweine, hä? Du bist sauer, ja! Zeig dir deinen dummen Arsch! Filemano! Bleib doch mal stehen! Ey, hallo! Komm doch rein! Na los, komm jetzt! Ja. Das sind meine Eltern, ne? Baba, guck, wir haben hier nachgewaschen. Dann jetzt haben wir das Handstück. Was kann ich? Bist du mir da weg? Wie heißt du eigentlich? Jürgen. Baba ist mir Jürgen nicht. Bist du da oder da? Trios. Komm, wir setzen uns. Nein,
Wie geht's? Geht so. Gehört ihr euch der Laden? Mhm. Nicht schlecht. Weiß nicht. Viel Arbeit. Jeden Tag Pommes mit Mayo. Wir haben auch noch was anderes. Danke. Na los, hoch rein, Mann. Wo ist deine Kutte? Bist du verrückt, Mann? Wenn mein Alten mich damit sieht, der schlägt mich durch. Und du? Wenn du willst, mach bei uns mit. Bei uns geht's gut ab. Ich spreche mal mit Hassan und mit Presi. Ich hasse diese Typen. Glauben, ihnen gehört die Stadt. Fühlen sich auch für die Wilden und wir können aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig den Schädel einschlagen. Aber das wäre die beste Lösung. Der Dreck, der liegen bleibt, ist schnell weggespült. Guck sie dir an. Ich kenne sie alle. Keiner, den wir noch dazwischen haben. Ja. Und? Nix und. Sind entweder minderjährig oder kriegen Bewährung. Im Gegenteil. Es werden immer mehr. Die Straßen sind voll davon. Na, Hassan, kriegst Rat gehalten oder habt ihr euch bloß verlaufen? Was ist? Was soll sein? Nix ist. Wo ist? Hey, nicht so schnell. Auf euch wartet doch keiner. Oder müsst ihr etwa zur Arbeit? Dann will ich euch nicht aufhalten. Ja,
Ich warne euch, wenn hier irgendwas läuft. Zum Beispiel? Egal was. Und wenn der alten Oma die Handtasche geklaut wird. Ey, wir klauen keine Handtasche. Ihr seid zuerst dran. Typen wie ihr, dafür alles gut. Kanacke. Na, Hassan. Sei froh, dass ich nicht alleine bin. Sei froh, dass du es nicht bist. Was ist das denn für ein nettes Spielzeug hier? Dann geh ein paar Bier holen. Mach fertig. Los, ey. Ja, los, Schlucke, beeil dich. Los, mach mal. Hey. Geile Perle. Oh, achtet auf die Jungs. Mann, lass ihn ruhen. Meine Güte. Ja, lass ihn ruhen. Hey, Leute. Lass die scheiß Chance glauben, was sie wollen. Morgen schnappen wir uns Richie und die anderen Wichser und machen jeden Einzelnen fertig. Ist das klar? Ja, auf jeden Fall. Ja, wow. Ja, ich hab noch Brüllen. Kleine Panik. Hör doch auf da. Tod den Schach! Hey Mann, da ist das Maskottchen von dem Kleiderschrank. Warte! Vorher haben wir die Kohle gesperrt. Nicht arbeitswillig. Nur weil ich keinen Bock hatte, auf der Autobahn Rasen zu mähen. ABM, weißt du, was das ist? Ne. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, damit die Schweine ihr Gewissen beruhigen können. Tut mir leid, Kleiner, das ist die letzte. Mensch, Kleiner, wenn ich dich nicht hätte. Jetzt machen wir erstmal Frühstück.
Namens. Ich zeig dir mal was anderes. Komm. Ja, und da. Da. Dich mach ich fertig, du scheiß Shark. Ja. Ha, ha. Da. Die Reds sind die Größten. Ja. Und da. Und da. Und da, da, da. Yo, gewonnen. Scheiße. Was ist denn los? Kannst du nicht verlieren? Ist doch bloß ein Spiel. Sondern einmal Scheiß-Sharks und schau dir einen in die Fresse. Was hast du denn mit den Sharks? Sind doch die letzten Idioten. Mein Bruder ist der Präsi der Sharks. Was? Richie, der Arsch ist dein Bruder. Mein Bruder ist kein Arsch, der macht euch alle platt. Ich werd verrückt. Du und ein Shark? Ja, ich bin ein Shark. Mach mich fertig, ihr scheiß Reds. Also, alles klar. Da drin werden keine Bretter gehauen. Nur ein paar Getränke und Bares. Okay. Mimi. Ich hab die Pfanne aufgebaut!
Ja, Alter, gib mal eine Zigarette. Eine Olle hätten wir uns mindestens holen sollen. Noch meinst du hinter der Theke? Die Blonde? Wahnsinn, ja. Die kannst du mir nackt am Bauch finden. Ich meine ja an der Toilette, so richtig dicke Euter. Auf Toilette? Ja! Hey, guck mal nach vorne, rechts, bei uns im Revier! Da sind dann Jungs her! Thank you.
fighting like child. When we just play, no one can win. Ta-da! The star, the innocent star. City for me. The city, the city, the city of Washington. Anrufer, einer Meier, der macht Angabe über einen Randalierer in der ersten Etage. Ja, ist da wieder der Schickermann von letzter Woche? Ja, kann sein. Auf jeden Fall soll er stark unter Alkoholeinwirkung stehen. Da sitzt er. Sie können ihn mitnehmen. In den nächsten Tagen gibt es aber eine Anzeige. Ist gut. Verpiss dich! Alles Scheiße. Alles Scheiße.
schaffst das schon. Glaub an dich, ehrlich. Und wenn der Alte noch einmal in den Kopf hat. Oh Mann, ist der fertig. Komm mal, ich war gar nicht auch nach der Rudel. Der denn? Boah, pass auf. Ey, Mücke, komm mit. Texas, die hat mir nicht gefährdet. Wir haben uns abgefackelt. Verfluchte Rennen. Scheiße. We'll be right back.
Heute Nacht. Alles klar. Wo kommst du denn her? Ich habe auf dich gewartet. Wo warst du denn die ganze Nacht? Ich habe nicht schlafen können. Ja, ist nicht schon gut. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe. Weißt du noch? Früher hast du mich oft von der Arbeit abgeholt. Fast jeden Tag. Die anderen haben mich immer beneidet. Dein kleiner Kavalier wartet wieder unten, haben sie gesagt. Und ich war so stolz auf dich. Wenn dann der Erste war, sind wir ins Café gegangen und haben Pläne geschmiedet. Du hast gesagt, wenn ich groß bin, kaufe ich die ganze Fabrik und dann brauchst du nicht mehr putzen gehen. Ein Pelzmantel wolltest du mir kaufen und einen Wagen mit Chauffeur. Du kommst doch wieder nach Hause. Jürgen! Wer meint das doch nicht so? Du weißt doch, wenn er besoffen ist. Es hat auch keinen Sinn, dass man was sagt. Es wird nur noch schlimmer. Er kann ja auch ganz anders sein. Ja, so anders wie bei Ritchie, ne? Unsinn! Das meine ich doch nicht. Aber Ritchie ist eben anders als du. So anders, dass der eigene Vater die Polizei auf ihn hält? Du weißt warum. Ritchie hat vor nichts Halt gemacht. Auch nicht vor seinem Vater. Und er? Macht er Halt vor dir oder vor mir? Egal. Mit Ritchie bin ich fertig. Hätte er nicht auch mal an mich denken können? Wer hat denn an ihn gedacht? Du warst bei ihm? Wie geht es ihm denn? Die Leute schon gehen. Was hast du gesagt? Nichts, was du verstehst. Warum kann nicht alles so sein wie früher? Für uns war es doch nie anders. Komm mal. Thank you.
Da, siehst du? Was? Hinter jedem Fenster die gleiche Scheiße. Drei Zimmer, Einbauküche, Farbfernseher. Abends kommst du nach Hause, sitzt die Alte da, so eine Fleppe. Dann Kartoffeln auf dem Tisch, Blagen plärren. Jeden Tag. Na und? Da unten. Millionen Scheißerchen krabbeln da unten rum. Ja. Millionen vollgefressene Säcke. Aber eines Tages sitzen wir auf dem Dach und dann scheißen wir auf die runter. Dann scheißen sie zu, den ganzen verfickten Laden. Sind aber nicht alle scheiße. Mir ist das egal. Kommt mir einer quer, kriegt am Brett. Du laberst schon wieder Vater. Was willst du mir denn erzählen? Du hast doch keine Ahnung. Dich hat deine Mami dir mal schön ins Bett gebracht und ich hab die ganze Scheiße abgekriegt. Was meinst du, was abgelaufen ist, wenn die Mutter dich in Schlaf gesungen hat, du Mami-Söhnchen? Ich kann da nichts dafür. Was soll ich denn machen? Dass sich Mama mehr um mich gekümmert hat, ist doch nicht meine Schuld gewesen. Ich habe immer auf deiner Seite. Das weißt du ganz genau. Als die Bullen dich abgeholt haben, wäre ich am liebsten mit in den Knast gegangen. Ich hab geheult. 10-mal mehr, als wenn der Vater mich geschlagen hätte. So ein Quatsch. Gefühlskacke, Lado. Ich hab doch selber nicht durchgeblickt. Ich blick doch heute noch nicht durch. Gib mir auch eine.